zuletzt geschah. Alex war immer noch nicht aufgetaucht, sodass wir uns auf die Suche machten. Schließlich haben wir sie bei Marley gefunden und ihr von unserem Plan, ein Schiff von Darkhold zu stehlen, berichtet. Das stellt sich jedoch aber als schwierig heraus, sodass wir Frau Holdsworth um Hilfe gebeten haben. Diese erklärte uns nun, wie wir durch Metamorphose die Wachen täuschen könnten. Ach, das war schon. Okay. Dann lasse ich mich eben abholen. Dann bin ich schneller wieder bei Mrs. Holdsworth. Aber es ging jetzt einfach, also dafür, dass es so gefährlich war. Schön, die anderen sind auch schon da. So. Vielen Dank, meine Liebe. Feine Tröpfchen. Die anderen sind schon da. Wir haben nur noch auf dich gewartet. Während das jetzt im Kessel kocht, muss ich euch etwas erzählen. Denn ich habe etwas ganz Besonderes für euch. Hört genau zu. Okay. Ich habe ein Dutzend Schlafbomben für euch. Vielleicht habt ihr schon von den Schlafbomben gehört, die viele Hexen und Schattenmagierinnen benutzen, die hier sind genauso. Man wirft die Glasflasche auf denjenigen, der einschlafen soll. Oh, das ist perfekt. Die werden super sein, wenn wir Justin befreien wollen. Wir haben keine Ahnung, was dort vor sich gehen wird. Das wird uns sehr nützen. Ganz genau. Verwendet sie mit extremer Vorsicht und nur, wenn ihr müsst. Bewahrt sie so lange auf, wie nur möglich. Ihr wisst nie, wann ihr sie wirklich braucht. Ja, und wenn unsere Tarnung nicht funktioniert, haben wir dank der Schlafbomben einen Plan B. Ja, er fühlt sich sicherer an, dass ihr... Ja, es fühlt sich sicherer an, dass ihr sie habt und wisst, dass ihr euch vernünftig verteidigen könnt, falls es nötig ist. Dadurch werde ich nachts besser schlafen können. Ich kann in der Zwischenzeit alle Schlafbomben nehmen. Okay. Nun denn. Bitte sehr, Lisa. Lass sie nicht fallen und stoß nicht gegen irgendetwas. Wenn eine der Flaschen zerbricht, schlafen hier alle sofort ein und das könnte sehr gefährlich sein. Bitte steigt jetzt von euren Pferden. Ich glaube, es wird Zeit für eine Kostprobe. Klar doch. Ich glaube, jetzt ist alles fertig. Steigt von euren Pferden und kommt näher. Vielen Dank, Frau Holdsworth. Sehen wir mal, ob das wirklich funktioniert. Denkt dran, nur ein kleiner Schluck und konzentriert euch auf die Schergen von Darkhold. Okay, auf drei. Ja, eins, zwei, drei. Jetzt sehen wir mal. Alex? Aber Alex! Oh nein, tut mir leid, ich habe angefangen an Justin zu denken, dass wir ihn ja retten wollen. Das war nicht so geplant. Ich versuche es nochmal. Na also, Test abgeschlossen. Ja, schon vorbei? Okay. Es hat gut funktioniert. Beim nächsten Mal werde ich vorsichtiger sein und mich ganz auf die richtigen, Vielen Dank für Ihre Hilfe, Frau Holdsworth, und einen ganz besonderen Dank für die Schlafbomben. Jetzt müssen wir wirklich gehen. Jenny, Lisa und Alex, jetzt reiten wir zum Moorlandstrand. Los, wir müssen einen Kahn stehlen. Okay.
Okay, an alle, es wird Zeit. Alle absteigen. Der Plan lautet wie folgt. Jenny und Lisa laufen zur Wache und erklären laut, dass sie Befehle von oben haben, 4 Pferde zum Hauptquartier zu bringen. Während ihr mit ihnen redet, gehen Alex und ich mit unseren Pferden an Bord des Frachtkans und versuchen, den Motor zu starten. Wenn ihr bei den Wachen fertig seid, stoßt ihr mit euren Pferden dazu. Okay. Sind alle bereit? Wir haben nur einen Versuch. Okay. Denkt dran, dass wir uns jetzt auf die richtige Person konzentrieren müssen. Ich bin bereit. Gut, ich zähle. 1, 2, 3. Trinkt. Stopp, wer seid ihr? Was wollt ihr? Was, ihr transportiert Pferde? Arbeiter Nummer 137 hier. Ja, ich habe neue Befehle. Neue Befehle? Was für Befehle? Nummer 73 hat uns geschickt, um ein paar Pferde zu transportieren. Ganz unauffällig. Ein Frachtkahn, um Pferde zu transportieren? Ich muss nur die Unterlagen prüfen. Oh, schon gut. Ist nicht so wichtig. Du hast vielleicht die falschen Unterlagen. Das sind nicht die Pferde, die du suchst. Ich würde jetzt sagen, du hast vielleicht die falschen Unterlagen, weil ist nicht so wichtig. Oh, schon gut, ist nicht so wichtig. Okay, es war das Falsche. Okay. War doch das Richtige? Falsch in die Wache. Das war knapp. Ich habe ein paar Schlafbomben benutzt. Die funktionieren ja richtig gut. So. Pass auf. Da kommen noch mehr Wachen über den Strand gelaufen. Wir müssen das Schiff von hier aus verteidigen. Wir können jetzt nicht an Bord gehen. Jenny, hier, nimm ein paar Schlafbomben und hilf mir, die Wachen vom Frachtkahn fernzuhalten. Okay. Wir haben Probleme, den Frachtkahn zu starten. Ich kümmere mich drum. Haltet durch. Haltet uns die Wachen vom Leib. Lisa, Jenny, passt auf. Da kommen eine Menge Wachen über den Strand. Haltet sie vom Frachtkahn fern. Wirf Schlafbomben und die Wachen, bevor den Frachtkahn erreichen. Wirf die Bomben, indem du den Pfeil über den Wache hältst und den Blick musst. Linda und ich versuchen, dieses elende Ding zu starten. Wir brauchen mehr Zeit. Könnt ihr uns eine Weile von denen schützen? Natürlich, aber beeilt euch, da kommen immer mehr. Haltet durch, wir arbeiten so schnell wir können. Alex, ist das die Treibstoffleitung? Brauchst du vielleicht einen Schraubenschlüssel? Was zur Hölle?
Ja, wir haben den Motor gestartet. Kommt alle herein. Gute Arbeit, Alex. Jenny, Lisa, wir haben das Schiff gestartet. Kommt an Bord, jetzt! Wir können nicht, es sind einfach zu viele. Wir schaffen das nicht. Es sei denn, ihr wollt all die Wachen auch mit auf dem Schiff haben. Fahrt los, wir versuchen sie davon abzuhalten, euch zu folgen. Fahrt zum Hafen von Fort Pinter, wir treffen uns dort. Das war komplizierter, als ich gedacht hätte. Okay, dann bis später am Hafen von Fort Pinter. Sie haben den Frachtkahn zum Laufen bekommen. Aber jetzt sind wir hier und haben keine Schlafbomben mehr. Das ist gar nicht gut. Keine Schlafbomben mehr, aber immer mehr Wachen. Wir müssen weglaufen. Kommt schon, Jenny. Wir müssen versuchen, sie abzuschütteln. Wir laufen in verschiedene Richtungen. Lauf da oben nach rechts, okay? Wir sehen uns später im Hafen von Fort Pinter. Da ist ein Unfall passiert. Oh, Bus. Puh, sieht so aus, als hätten wir es geschafft, sie abzuhängen. Das war wirklich knapp. Es ist so ärgerlich, dass wir alle Schlafbomben benutzen mussten. Wir hatten echt Glück, dass wir alle die Wachen abschütteln konnten. Linda hat eine Nachricht geschickt. Sie suchen nach einem anderen Frachtkahn und müssen einen Umweg nehmen. Also kommen sie vermutlich nicht vor morgen früh hier an. Leider können wir nicht viel tun, bis Linda und Alex da sind. Also müssen wir zwar jetzt einfach alle Wachen von Darkor aus dem Weg gehen und bis morgen warten. Bleib in Deckung, lass dich nicht von den Wachen von Darkor sehen. Ruh dich gut aus, morgen werden wir keine Pause bekommen, bis Justin gerettet wurde und wir alle wieder in Sicherheit sind. Okay. Damit ist dann für hier gerade mal Schluss. Dann werden wir mal sehen, wie es morgen weitergeht. Und, ja. Bis dahin. Tschüss.